Auf der Reeperbahn, nachts um halb drei. Halb eins singt er, weiß ich nicht mehr. Hans Albers, Digga, auch Legende, der Typ. Der Platz da ist ja nach ihm benannt. Part 2, wir haben Part 3, 1, 2 geguckt. Easy. Die Davidwache. Das ist ein Film. Ja, das ist eine Doku. Was wurden Sie? Vom Hund angebissen, Leute. Vom Hund? Ja. Ui, okay, ja. Ich erstmal Tetanus, Bruder. Leute, wir sind keine öffentliche Toilette hier, ne? Nee, ich weiß aber nicht, was du da gemacht hast. Bitte? Ich weiß, was du da gemacht hast. Ja, woher wissen Sie das? Weil Sie hier immer auf Toilette gehen? Ich bin, also nicht immer, aber öfters mal hier. Gut. Der spielt da mit dem Messer rum. Wie groß ungefähr? So. Kleinen Moment. YouTuber. Hallo. Moin, was kann ich für Sie tun? YouTuber. Ich wurde angegriffen von so einem Türsteher. Okay. Wann war das? Das war vor einer Stunde. Okay. Und dann geht er jetzt erst zur Bullerei? Ja, das war hier. Das war große Freiheit. Ja. Und das war bei. Shooters. Wo ich immer sehr gerne bin. Ach, das, da. Ja. Nee, das war hier. Bei hier. Guck mal, ne? Und da sind wir wieder beim Punkt, ich wäre ein schlechter Polizist, ne? Ich würde dem sagen, Junge, mach dein Maul auf, rede, Alter, was ist denn los? Wie heißt das? Woher soll er das wissen? Ich hole ihn schon mal einen Streifenwagen. Ja. Der perfekte Polizist. Ja. Ich wäre der schlimmste Polizist der Welt. Ich wäre auch einfach 10 Minuten im Dienst und dann arbeitslos. Deswegen habe ich auch den größten Respekt vor den Polizisten, dass sie sich das geben, ne? Ich wollte Simon von einmal Unterstützung in Sachen Diss. Das ist da bei dem Eiscafé Leila. Ja, das ist immer schwierig. Aber. Drogen im Straßenverkehr. Drogentest an Bord? Ja. Ja, wir besitzen einfach nur, dass jemand im Verdacht unter Alkoholeinfluss oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug gefahren zu sein. Genau, das müssen wir jetzt einmal den Kollegen dort abnehmen. Die warten schon auf ihre fachmännische Verstärkung. Da bin ich mal gespannt. Marvin Kulig und Chris Henkel sind für Fälle dieser Art extra geschult. Also wir haben ihn, ich habe ihn eigentlich angehalten, weil sein Kind hinten ohne Kindersitz sitzt. Mhm. Dann hat er das Fenster runtergemacht, habe ich kurz Marihuana nur wahrgenommen. Mhm. Nach 3-4 Mal Nachfragen hat er gesagt, dass er vorgestern gekifft haben soll. Mhm. Aber der sieht danach aus, als ob es vorgestern gewesen ist. Okay. Also der ist drauf. Boah, wenn das stimmt, ne? Was für ein dreckiger Mensch, Digga. Erstmal Kind nicht richtig in den Kindersitz. Und dann noch bekifft mit dem Kind Auto fahren. Wenn er jetzt natürlich, also das mit dem Kind ist schon Arsch. Was würde er damit anfangen, dass sie sich einmal ganz locker hinstellen, so wie ich, ne, so breitbeinig, und nehmen sie die Arme so ein bisschen zur Seite und dann nehmen sie mal den Kopf in den Nacken und dann schätzen sie mal 30 Sekunden ab. Ich mach mit. Ich brauche mal eben eine Stoppuhr. Und Sie sagen dann Stopp. Ich hoffe, man kann mitmachen. Mal sehen, ob ich einen Drogentest bestehen würde. Und ich habe definitiv keine Drogen genommen. Sie denken, dass 30 Sekunden um sind. Mit Augen zu, genau. Genau. Und Sie können gerne anfangen. Erst vergehen 30 Sekunden. Dann 60. Ich glaube, er hat das nicht verstanden. Dann 90. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. 20. Was haben Sie jetzt gemacht? Also Sie haben jetzt fast 2 Minuten da so gespielt. Ich glaube, er hat das nicht gecheckt. Eigentlich nach 30 Sekunden Bescheid sagen, ne? Was dachten Sie, was wäre jetzt die Aufgabe? Oder haben Sie gedacht, das wären jetzt die 30 Sekunden gewesen? Ich verstande nicht viel, wirklich. Ja. Vielleicht klappt es ja auf Arabisch. Ahmed Aineika, aftah Aineika ba'da 30 Sekunden. Yes? Jetzt, aber. So? Mhm. Und Augen zu. Sag mir, ja. Augen zu. Die Verständigung scheint hier nicht das Problem zu sein. Auch beim zweiten Mal lässt sich der Mann Zeit. Viel Zeit. Ich glaube, der reiht das einfach nicht. Sie denken, dass 30 Sekunden um sind. Mit Augen zu, genau. Genau, Sie haben jetzt schon wieder deutlich über eine halbe Minute geschätzt. Ne? Ich habe das jetzt mal abgebrochen. Also wir haben jetzt tatsächlich den Verdacht, dass Sie kürzlich Betäubungsmittel, heißt Drogen, konsumiert haben. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt einmal anbieten, dass Sie einen Urintest machen, einen Drogenvortest. Da müssen Sie ein bisschen Pipi machen. Dafür geht es in ein Café um die Ecke. Die Auswertung der Urinprobe dauert nur Minuten. Das Ergebnis wenig überraschend. Na, was sagt der Test? Bislang ist THC in Führung. Aber warte mal. Ah, es könnte aber auch noch kommen. Ja. Sie müssen einmal mit zur Polizeiwache.
Police Station einmal mitkommen. Dann gibt's einmal, kommt der Doktor und nimmt einmal Blut. Okay. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wird es ein Fall für den Staatsanwalt. Kurz darauf hat ein Kiezgänger ein Klamottenproblem. Moin. Ich war hier im Berg 4 und hier meine Jacke. Das ist ja mal mies gut verpixelt, Digga. Das waren die Jungs, die waren im Part 3. Hat man die ohne gesehen, da haben die Kamera vor der Kamera Faxen gemacht. Also ich bin rausgeschmissen, bin direkt gegangen, keinen Stress gemacht. Aber meine Jacke noch, die geben mir die nicht. Eine schwarze Juicer, die ist 100% wahr. Ich geb dir auch meinen Ausweis, kein Problem. Ja, wir kommen einmal mit hin. Boah, ich kenne das Jackenproblem, aber ich bin auch so ein Typ. Deswegen habe ich meine Jackenmarke immer jemand anderem gegeben. Oft stellt sich der Sachverhalt vor Ort etwas anders dar. So auch hier. Na, da hinten ist er doch. Ah ja. Moin, ne? Hi. Ich glaube, es gibt eine Sache, die können wir schnell klären. Ja. Der Herr sagt, er hat hier eine Jacke und die ist Berg. Drin. Ihr habt ihn jetzt nicht reingelassen, vielleicht kann er kurz nach der Jacke gucken und dann ist alles erledigt. Der Junge da? Ja, genau. Er war jetzt ein paar Mal auf Frauentoilette und ah, das ja. geht gar nicht. Gut. Ne? Das geht gar nicht. Deswegen. Ich habe ihn jetzt dreimal verwarnt. Du musst ihn ja dann nicht mehr reinlassen, ihr habt ja das Hausrecht. Gut. Komm mal wieder her. Ich rede noch mal mit ihm hier. Genau. Vorher hörst du mir erst mal zu. Hier. Du gehst jetzt mit dem Herrn rein. Nee, ich will da nicht mehr rein. Ach, du willst da gar nicht mehr rein. Gut, wenn er es nicht will, gut, dann fahren wir wieder. Okay, danke, aber dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir wieder. Okay, wenn du nicht willst. Mach's gut. Hä? Gut, hier wollten wir helfen, aber aufgrund der Alkoholisierung wahrscheinlich hat der Mann das nicht so ganz verstanden. Und gut, er möchte seine Jacke nicht, das ist nicht unser Problem jetzt. Hä? Was für ein Dulli, Digga. An nur einem Wochenende vor der Tür der Hamburger Davidwache. Am frühen Abend ist noch alles entspannt und die gute Laune kaum zu bremsen. Entschuldigung, aber haben Sie ja mit Humor genommen. Den Beamten liegt jetzt eine lange Nacht. Scheiße. So Jungs, ihr könnt gerne mal hier auf den Gehweg. Moin. Hallo. Das ist eine Straße, ne? Am besten auf den Bürgersteig gehen. Auf den Bürgersteig bitte gehen. Danke. Ist was das Spiegel TV? Was geht ab, Hamburg? Der Kiez schläft gar nicht nie, kann man sagen. Nö. Manchmal in einer Woche, wo man glaubt, es ist nichts, auf einmal kommen die Lagen. Das kommt auch immer drauf an, Anfang oder Ende des Monats, weil Kohle oder keine Kohle zur Verfügung haben. Ne? Naja. Vermuten wir, heute wird es voll. Wir freuen uns eigentlich auf die Nacht, sonst wären wir nicht hier, weil hier erlebt man eigentlich immer außergewöhnliche Sachen, die man sonst woanders nicht erlebt. Und von daher. Ist das eigentlich für uns? Ja, schon. Es muss unfassbar interessant sein, da. Warum auch hier sind. Die Arbeit. Über mangelnde Auslastung können sich die Polizisten auf dem Kiez nicht beklagen. Am Abend geht es zu einem Einsatz mitten auf die Reeperbahn. Im Kabaretttheater Pulverfass hat sich ein Gast offenbar daneben benommen. Boah, bist du auf dem Kiez, ne? Also, da musst du schon echt eklig sein, damit die Polizei rufen, Alter. Personal und Besucherinnen belästigt haben. Auch vor der Polizei macht er nicht Halt. Bist du mein oder nee, oh, doch auch? Ja? Ja. Ja, mach es. 1, 2, 3, ficken Polizei. Verkunft. Fuck you, bitte. Geistus. Boah, den hätte ich jetzt außersehen mit dem Kopf einmal so gegen den Baum, Alter. Ding. Dann werde ich Schnauze hält. Wollte er gerade den Kameramann kicken? Ja, ja. Wir haben gerade Feierabend gemacht und der Herr stark alkoholisiert, nicht einschätzbar. Ich habe da ein Feingefühl für, hat zwischen in den Schritt gegriffen, an die Brüste, hat die Mädels versucht zum Tresen zu ziehen. Und mein Partner, Dennis, der technische Leiter auch, den habe ich gebeten, den rauszubegleiten. Und dann wurde er halt übergriffig bzw. gewalttätig ihm gegenüber und so. Wenn ich das vergeht vor allem gar nicht in Haus Pulverfass, was für Toleranz steht und Offenheit und dann solche Übergriffe kann ich nicht tolerieren und deswegen möchte ich die Anzeige. Ja, gibt so eine Idioten, Alter. Nein heißt eben auch auf St. Pauli nein. Das hat der betrunkene Besucher aber offensichtlich nicht kapiert. Und dann kam der Typ so von hinten an mich ran und ja, fasste irgendwo. Also bei Ihnen auch, nicht nur bei ihr. Bei mir, genau. Nein. Dann war das so, dass er sagte so, komm Schatzi, komm mit rein und versuchte andauernd an mir rumzuziehen. Ah, Wichser. Mich weiter zu begrabbeln. Der Übergriff dürfte für den Grabscher ein juristisches Nachspiel haben. Well, well, er ist well. Leider nicht der Einzige.
gerade diese unsittlichen Berührungen, die finden hier tatsächlich recht häufig statt. Ja, normal. Das ist am Wochenende, Freitag, Samstag eigentlich schon, ja, schon fast ein Massendelikt, würde ich sagen. Leer das ist halt voll auf dem Kiez, ne? Mache also, eher selten. Bitter, ja, das ist halt, überleg mal, wenn du in so eine Bar gehst, ey, die sind eigentlich fast alle überfüllt immer. Da passieren so eine Dinge auch aus Versehen einfach, ne? Du musst Hände am besten immer so machen, Alter. Wenn du straight up jemanden zwischen die Beine fest ist, geht nicht aus Versehen, aber, ne? Platz an Einsatz. Auf der Reeperbahn brauchen Kollegen in Zivil Unterstützung. Es geht um Hehler, Ware und ihre mutmaßlichen Käufer. Die jungen Männer aus Georgien zeigen sich sehr selbstbewusst. Was ist hier los? Was ist hier los? Sie wollen nur Tourist. Tourist. Mhm. Er hat Hehlerware gekauft. Und die mucken jetzt gerade alle auf und teilen die Filme und wollen das sehen. Mhm. Also er hat was verkauft oder was? Nein, ein anderer, der da vorne ist, hat die Hehlerware verkauft. Die haben wir bald. Ist das ein Zivi oder was? Ja, ich gehe seit Jahren nicht mehr auf den Kiez. Immer giga unangenehmste Situation da. Ja, Kiez ist immer schwierig. Also ich bin früher so gerne auf dem Kiez gewesen. Aber also ich sag mal so, wenn ich einen sitzen habe, habe ich immer noch Bock auf den Kiez, aber jetzt so priorisieren will ich das auf jeden Fall nicht. Ja, mein Anfang 20 war noch nice. Ja, Bro, von 18 bis 21 war ich fast jedes Wochenende auf dem Kiez. Do you want some problems, guys? No. We were just walking and you are just grabbing my friend. I'm gonna call my advocate. Guck doch wieder aus. I'm saying we are not the ordinary tourists, okay? Kifft was, gibt Sport. Do so. Ja. Der eine TikToker. Hey, mein Name ist Maxwell. Irgendwas. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Sag mal, weißt du, wo es hier ein bisschen Kiffgras gibt? Listen to me. I am giving you my ID. Yeah, okay. But how do I know that you don't confiscate it to me? I Why can show it to you. I can show my ID, but don't take yes. my ID. It's get, just a rule. Yeah, it's on, just rule. Me. I know the German rules. Give I can show it to you. Yes, I can show it to me. You, but not give it show to me. You. Yeah, I'm gonna show care. It to you. Not in your hands. We can show it. Alles gut? Nein, no. Hey, Don't touch. Bruder, don't touch, Digga. Die würde ich auch einfach direkt... wie heißt das? Ich weiß nicht mal, wie das heißt, Digga. Die, irgendwas Gewalt und umdrehen, Alter. Und Tom und ich haben festgestellt, dass wir 2014 auf demselben Konzert waren. Ja, übel wild, Mann. Einfach Hollywood undead. Hey, give me your ID now. Give me your ID. Otherwise, I will take you into custody. And then you'll see with the police. Give it to me now. What's the problem with you guys? It's not a problem. I'm saying, I'm showing it to you. Yeah, but I have to check it. How could I check it if you show like this? Calm down, please. I am coming down. He's pushing me. Are you police or are you like FBI or what? Zivilfahrer von PK15. Boah, so Respekt. Los, ne? Boah, würde mich das abfangen. Hier, vermutlich ein Hehler seine Ware verkauft hat, irgendwie hochwertige In-Ear-Kopfhörer für sehr geringen Preis, was irgendwie nicht der Wahrheit entspricht. Genau, von daher ist jetzt erstmal der Tatverdacht, dass sie hier Diebesgut verkaufen wollten. Das hier sind die Käufer und da machen wir jetzt eine Personenkontrolle von der gesamten Gruppe. Genau, und da haben die jetzt gerade ein bisschen was gegen, aber letztlich kriegen wir dann doch alle Daten. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Das sehen auch die pöbelnden Touris ein. Für die beiden mutmaßlichen Hehler ist Geschäftsschluss. Sie dürfen die Nacht auf jeden Fall in der Zelle verbringen. Also bestimmt auch der letzte Rotz da, die Wochenendschicht zu haben als Kopf. Ey, du musst, ey, ich würd durchdrehen. Es geht ja nicht nur um die Respektlosen, Alter, die Leute sind doch alle rotzevoll. Aber oh, Hauptsache eine Smartwatch, hätte ich gerne. Ich muss mir merken, wo der die gekauft hat, wenn die günstig da ist. Alleine die Besoffenen, die Obdachlosen, alles stinkt, die Leute nerven. Mein Kumpel damals mit der Mütze, der hat halt diskutiert, weil er meint, ein Polizistenkommissar muss immer volle Uniform tragen. Ohne Mütze ist die Uniform nicht komplett und da hat dem nichts zu sagen. Also witzig. Und viele halt noch Drogenintos. Ja, Drogen und alles. Und waren aber auch rotzevoll. Ja, ich fühle das ja. Ich habe auch schon mit der Polizei diskutiert. Auch unnötig diskutiert, weil ich Bock hatte. Was dumm ist, aber so war ich halt. Ja, auch das mit Messern. Jeder zweite Schwanz läuft da mit Messer rum. Alter, du musst aufpassen, dass du nicht weggestochen wirst. Die Ware erst mal sichergestellt. Boah. In den Taschen konnten wir reichlich Apple Watch, nachgemachtes Parfüm und noch weitere elektronische Teile finden, die auch unter Plagiatsverdacht stehen. Der eine, ja, zusammen Pech ist jetzt auch zur Festnahme ausgeschrieben, zur Abschiebung und der andere kommt erstmal vorläufig mit zum Polizei. Stell dir mal vor, du verkaufst eine Uhr und wirst einfach abgeschoben. Polizeikommissariat. Dort wird entschieden, ob noch weitergehende Maßnahmen durch das Landeskriminalamt
durchgeführt. Heute ist doch Samstag, ne? Wie spät ist denn das? Halb eins, Digga. Wollen wir auf den Kiez oder was? Was nimmt ein Raver-Nerd? Oh ja, jetzt kommt irgendwas Dummes. Boah, ihr elektronische Teile. Oh, Bruder. Ja. Gut. IRL-Stream auf dem Kiez gleich, oder was? Herausfordernder verläuft der Dienst für die David-Wachenkorps. Wieder haben Kollegen um Hilfe gebeten. 25 Minuten, dann bin ich da. Zu dem Gegenverkehr? Ja, ja. Der andere Streifenwagen braucht jetzt dringend Unterstützung. Wir haben da einen Widerstand mit einer Person. Und ja, da fahren wir jetzt schnellstmöglich hin, aber es gestaltet sich. Wir werden erst um 3 da. Die Fahrbahn hier verengt wird. Heute ist Samstag, Digga. Können wir um 7 noch auf den Fischmarkt gehen? Schön Fischaktionshalle, noch Papierchen. Dann kommt der Wagen doch irgendwie durch. Das Martinshorn im Getümmel, auf jeden Fall hilfreich. Ja, anreisen, wir gehen rüber, oder? Ja. Die Lage ist unübersichtlich. Ein Mann hatte sich offenbar zuvor in eine polizeiliche Maßnahme eingemischt. Ich wäre in 30 Minuten da. Alles gut bei euch? Muss jemand gelöst werden? Alles gut? Was bist du für eine Fotze, Alter? So, bleibst jetzt ruhig? Ja, er sollte nur sein Knie vor meinem Kopf. Okay, du bleibst jetzt ruhig, ne? Ja, bin ich. Ich bin ruhig. Ich bin absolut ruhig. Ich bin voll entspannt, Digga. Sagt ja, hier, bla. Wenn du willst, gib ich dir eine Kopfnuss. Sagt er zu ihr. Ich sag Ausweis, gibt's einen Augenblick. Also RKV in Gewahrsam, sie Sachbeschädigung muss noch geklärt werden, ja? Okay. War euch jemand verletzt? Nee, ne? Nee, weiß ich nicht. Also ich nicht. Smart vielleicht. Fährt aber nichts mehr. Und Jascha ist nicht so überzeugt mit Deckung und Katze auf dem Schoß. Jascha, komm, Alter. Kiez ist nur einmal im Jahr. Warst du dieses Jahr schon, ne? Bei Maus müssen wir. Okay. Alles klar. Gut, dann geht er erstmal weg, ne? Ist klar. Wir stehen jetzt auf, ne? Wird alles gut, okay? Nein, das verstehen wir. Einfach ganz normal aufstehen. Wir helfen Ihnen. Bleiben Sie ganz ruhig. Das geht fix, Digga. Dann bist du in Haps, oder? Ausweis gleich rausgeholt. Die Beamten haben gleich den scheiß Knie auf meinen Kopf gemacht. Scheiß Drecksbullen. Ja, Digga. Das ist so richtig intelligent, Digga. Also wirklich, wie dumm bist du? Ich habe nur gebeten, dass der scheiß Knie von meinem Kopf runterkommt, als ich schon fixiert war. Was seid ihr für Missgeburten, Mann? Ich habe gebeten darum. Ich hätte sofort meinen Ausweis gezeigt. So wie es sich gehört. Ich bin Deutscher. Ja, Digga, du bist ein Vollidiot. Des Vorfalls war wohl diese Frau. Sie soll einen Rettungswagen beschmiert haben. Können Sie sich einmal nach vorne wollen, ein bisschen? Sie darf gehen. Wieso beschmiert die aber einen Rettungswagen? Für den Mann, der Widerstand geleistet hat, ist der Abend dagegen gelaufen. Die Leute trinken sehr viel und können sich schlecht einschätzen. Dementsprechend sind sie auch unbelehrbar. Und in dem Zuge sind sie so aggressiv, dass sie entweder andere verletzen oder aber auch auf Leute stoßen, die das selbst verletzen und die dann natürlich auch aggressiv werden. Und das ist halt hier dann so dieses Muster, ne? Ein Muster, das der Polizei jede Nacht jede Menge Arbeit beschert. Erstmal komplett die Polizei in Grund und Boden beleidigen, während man festgenommen wird. Schlau, Digga. Zurück auf der David-Wache hat der Herr in Schwarz-Rot-Gold gerade seinen zweiten Auftritt. Er ist schon wieder da. Ist er bestohlen worden. Erst wird er vom Türsteher gekloppt, jetzt wird er... Junge, die Leute haben aber auch Nerven, ne, Alter. Auf dem Weg. So. Und wie ist das passiert? Keine Ahnung, habe ich nicht gemerkt. War plötzlich weg? Ja, war komplett weg. Ja. Den würde ich auch einfach präventiv, würde ich den einfach direkt Platzverweis geben. Eine ereignisreiche Nacht. Ja, aber trotzdem drücke ich mich nicht davor, hier zu sitzen. Hoffnung hat man noch. So, das haben wir für Sie. Haben Sie dann einmal die Sperrbestätigungsnummer. Dann können Sie dann, nee, da brauchen Sie gar nicht unterschreiben. Genau, damit können Sie dann mal zu Ihrer Bank gehen und dann die Karte wieder, dass ich eine neue Karte machen lassen. Ne? Haben Sie da noch Fragen? Nö, danke. Gut, dann kommen Sie gut nach Hause, ne? Ja, dann alles gut. Der kommt nochmal, Alter. Patrick. Jo, ciao. 3 Anzeigen, einen Abend, Alter. Was für ein Idiot. Was soll ich machen? Nach Hause gehen. In dem Moment, wo ein Türsteher dich wegkloppen will, weißt du, dass du scheiße bist an dem Abend. Da sagt Pegel erreicht, geh nach Hause. Pegel ist weg. Aber mein Perso habe ich noch, da bin ich schon zu früh. Da sind meine Handy drin. Ciao. Ja. Wer zur Wache kommt, braucht in der Regel Hilfe oder will Anzeige erstatten. Nur der nächste Kunde, der liefert sich quasi freiwillig ans Messer. Hä? Kurze Frage. Ja. Ich bin hier in der Waffenverbotszone. Ja. Und ich habe vergessen, dass ich ein Messer in meiner Bauchtasche hatte. Deswegen wollte ich das einmal abgeben. Ja. Damit hier nicht irgendwie was bei einer Taschenkontrolle oder sowas... Ja, haben Sie mal einen Ausweis für mich, bitte? Ja, klar. Und das Messer, bitte? Ja, warte.
Das wäre das Schlauste. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie hätten... Also... Es ist erstmal, statt einmal wegzuwerfen... Digga, das ist auch einfach ein scheiß Springmesser. Das ist eh verboten. So, ja, was hätten die machen sollen? Dass sie es abgeben, ist richtig. Allerdings haben wir jetzt eine Ordnungswidrigkeit. Und, gut, stellen Sie Strafanzeige, passt schon. Strafanzeige nicht, ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Von daher muss ich es ja einmal belehren. Sie sind betroffen am Ordnungswidrigkeitenverfahren. Müssen sich dazu nicht äußern, können das machen, können Anwalt hinzuziehen. Das haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Gut, okay, das Messer bleibt hier. Das kriegen Sie auch nicht wieder, das wird eingezogen. Das war auch meine Absicht. Und dann kommt nochmal Post bezüglich der Ordnungswidrigkeitenanzeige, ja? Klar. Genau. Juckt den einfach nicht, Junge. Mal hinsetzen und alles weitere, ich komme gleich auf Sie zu, ja? Okay, dauert aber nicht lange, oder? Das dauert nicht lange, nein. Der Verlust wiegt nicht besonders schwer, auch wenn der Mann Messer offenbar für nötig hält. Ich hab's immer dabei. Aber gut aussehender Typ, Digga, kann man sagen, was man will. Auf jeden Fall charismatisch. Man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, woran man so reingerät, sag ich mal. Und jetzt habe ich das leider vergessen gehabt. Ich war gerade zu Hause und ich habe komplett verpeilt, dass ich jetzt auch noch im Kiez gehe und habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass hier sowieso eine Waffenverbotszone ist. Dass das Messer nicht legal ist generell, ist mir klar gewesen. Broses hat angerufen. Na gut, bevor ich jetzt in irgendeine Taschenkontrolle reingerate und dann noch mehr Stress bekomme, sag ich mal. Ja, dann kriegst du halt auf jeden Fall safe mehr Stress. Das wird safe auch, das Ding wird auch fallen gelassen, bestimmt 100%. Das Messer ist weg. So wie beim folgenden Fall die Orientierung. Moin. Ich weiß nicht, was der möchte. Wir wohnen in Kiel normalerweise, aber hier ist jetzt ein Kaffeekäse. Wo ist denn das? Was bitte? Hinten, Entschuldigung, erstmal morgen. Wir sind trotzdem gut drauf. Ich hab's nicht verstanden, was Sie von mir möchten. Einfach besoffen für ein Hotel nicht. Wir wissen nicht, wo wir wohnen. Wir wissen nicht, wo wir wohnen. Also, wir kommen aus Kiel. Ja. Aber wir wohnen jetzt im Kaffee. Käse. Käse? Kaffee, Käse? Nee, Käsehotel. Käsehotel. Ich komme aus Kiel. Nein. Ja. Warum ist Kiel? Das schon. Wir sind Kiel. Das macht ja nichts, was hier aus Kiel. Ich wohne in Kiel 24. Ja, aber Käse. Gut, Käsebahn 19 bis 21. Genau. 19 bis 21. Ist da vorne. Ich mach dich. Tschüss. 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 Dickster Voice Crack, Digga. Tschüss. 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 Die Zeit ist toll. Ich wohne im Käse, im Kaffee, Käsehotel, Bruder. Bisschen Bock auf Feiern kriege ich schon, wenn ich mir sowas angucke. Wenn das jetzt irgendwer nicht mitbekommen hat, die beiden sind aus Kiel. Sonntagmorgen. Für Klaus Pribusch und seinen Kollegen Marvin Kulig beginnt der Arbeitstag. Für andere ist die Nacht auf St. Pauli noch nicht mal vorbei. Es gibt einen Mangal auf dem Kiez? Was? Mangaldöner in Hamburg? Okay, nice. Ich war lange nicht mehr auf dem Kiez. Oh ja. Noch ist nicht klar. Da ist das Gesicht aus, Digga. Kiez Penny. Moin. Moin. Was passiert? Na? Wann war das? Gerade eben? 15.1, Anton. Wir rufen dir jetzt einen Rettungswagen. Ne? Wo bluten Sie denn am stärksten? Im Gesicht, würde ich sagen. Mein geil Beste. Er ist von Podolski. Aber Messer hat er nicht abbekommen, ne? Flasche. Flasche? Flasche ins Gesicht? Flasche ist scheiße, Digga. Flasche ist echt uncool. Du machst ein Pfefferspray erst und dann schlägst du mit zwei Flaschen. Erst Pfefferspray und dann Flasche? Das ist assi. Ein Araber? Und wo in... In die Richtung? Er ist springend weg. Okay, ich hab ja alles gesehen. Und das war eine Flasche, ja? Flasche. Zwei Flaschen. Okay. Zwei Flaschen? Aber was hat er an? Leider. Sportklamotten. Zum Trainingsanzüge. Hallo. Na, ich hätte mal eine Bitte. Also, wir haben mittlerweile eine Beschreibung. Zwei Araber, beide mit Trainingsanzügen. Jeder zweite Araber läuft am Trainingsanzug rum. Ja, ich bin Schreiber. Machbar. Die sollen beide in die Talstraße reingeflüchtet sein. Alleine im Hintergrund standen drei Siedländer im Trainingsanzug, Bruder. Oh, was ätzend, Digga. Bei all dem Blut reicht kein Zewa-Papier. Da ist medizinische Versorgung nötig. Ja, muss getaggert werden. Die Polizei hat unterdessen neue Informationen. Hallo, na, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Es wurde uns gerade mitgeteilt von den Kollegen, die mit eingesetzt waren, dass sie zwar keine Person gefunden haben, aber zersprochene Flaschen und zersprochene Flaschen. Die ersten Blutspuren, die genau hier sind.
Ah. Das würde dann nämlich ganz gut hinhauen, dass wir hier den möglichen Tatort haben und die Person dann nur um die Ecke rumgelaufen ist. Ja, verstanden. Das ist für uns immer in erster Linie interessant wegen der möglichen Kameraüberwachung. Ist die Tat Kiez wird alles überwacht, aufgenommen worden? Für die Polizisten wäre das ein Volltreffer. Schön mal im genau Kult. Wie der Augenzeuge im Kiosk gegenüber. Moin. Haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Ich war da drüben und ich wollte meine Kaffee fertig machen. Zwei Jünger, ein Araber war und dann, keine Ahnung, Polen oder Deutscher war. Zwei Flaschen, weil dein Kopf kaputt gemacht. Zwei Flaschen. Okay, zwei Flaschen, ja? Ja, ich habe diese gesehen. Trap, trap, ich bin direkt rausgekommen. Trap, trap, Bruder. Dein Kopf ist so geblutet und dann ist da die Seite. Gell? Und der andere ist so gerannt. War das Ausdruck einer? Des Mannes hilft. Und die Aufnahmen der Hotelkamera offensichtlich auch. Ich habe die ganze Tat auf Video gerade gesehen. Ach Quatsch. Das war genau da. Ich will das Video sehen. Und? Ja, letztendlich genau der Typ, der so blutüberströmt war. Aus welchem Grund auch immer hatte dann irgendwie Streit. Die kommen sie aber nutzen rein. Die kamen auch immer bei uns in die Mall, weil die Kamera so 50 cm aus dem Laden gefilmt hat. Eigentlich alles nicht legal. Auf dem Kiez ist das alles legal. Auf dem Kiez weißt du, da steht überall, dass aufgenommen wird. Ja, aber ganz ehrlich, wenn jemand da Flaschen über den Kopf kriegt, scheißegal, ob es legal ist oder nicht, wenn die den dadurch hops nehmen. Nimm mit. Mit zwei besagten Arabern und einer hat aus nächster Distanz, also ich rede wirklich so von einem Meter, eine Flasche genau auf seinen Kopf geworfen. Dann hat er sich weggeduckt und dann wurde noch mal eine Flasche hinterher geworfen und dann sind die abgehauen. Also letztendlich ein Täter, aber mit einer Glasflasche auf Kopf. Hm. Ich habe jetzt auch Personalien. Was für Affen, Alter. Okay. Die Beamten sind zuversichtlich, die Täter noch fassen zu können. Schön mit einer Astra-Pulle, Alter. In dem Fall hoffe ich tatsächlich mal ganz gut, weil wir haben einen Zeugen, der gesagt hat, ja, ich bin selber BTM-Konsument und ich kenne die beiden vom Sehen. Das sind Kokainhändler, die immer hier unterwegs sind. Und wenn ich die auf Bildern irgendwie mir morgen angucken würde, vielleicht erkenne ich die auch wieder. Der verletzte Mann steht Zinker. Nur wenig später wieder mit einem Bier auf dem Kiez. Auch bei der Polizei geht's weiter. Ja, wir haben jetzt den Einsatz bekommen, Personen mit Schusswaffe beim Park Fiction. Upsi. Es haben zivile Beamte gesehen, dass da jemand eine Schusswaffe hat. Der nächste Einsatz ist unangenehm. Nahe der Hafenstraße an der Elbe. Bereitschaftspolizisten haben bei einem Verdächtigen eine Schreckschusspistole sichergestellt. Da war die dran. Das ist ein richtiger Ballermann. Der Mann hat nicht nur keinen Waffenschein, er befindet sich auch in einer Waffenverbotszone. Die halten sich hier auf St. Pauli, einen gefährlichen Ort für Gewalt. Und sie haben hier eine Schutzbewaffnung und eine aktive Bewaffnung in Form der Schreckschusswaffe dabei. Und wir haben sie hier angetroffen am Wochenende. Und ich sage Ihnen jetzt, die nehmen wir Ihnen erstmal ab und die können Sie sich Montagmorgen an der Davidwache wieder abholen. Ich warte nur auf Tom in der Doku. Digga, vor 10 Jahren, hätten die vor 10 Jahren so eine Dokus gemacht, hättest du mich das safe gefunden, aber so ist Zeiten sind vorbei. Ich bin auch einfach dankbar, dass damals noch nicht so viel mit Handy aufnehmen und so war. Auch mit 15, 16 und so, da war das ja alles noch nicht so mit Video aufnehmen. Und selbst wenn, die Videos waren so scheiße verschwommen. Ich wusste das wirklich nicht. Und hätte ich irgendwas vorgehabt, habe ich ja, ich habe ja schon gesehen, dass zwei waren kommen nicht wegen irgendwas. Aber du läufst mit dem Ballermann rum, Digga, what the fuck. In der Schreckschussknarre finden sich bei ihm auch noch mit Quarzsand verstärkte Schlaghandschuhe. Der hat ja redig eine Mission. Wenn er irgendwann einen kleinen Waffenschein haben möchte, den er vielleicht beantragen möchte, wie er gesagt hat, den wird er vermutlich nicht bekommen. Jetzt nicht mehr. Hat hier alkoholisiert offene Schusswaffe mit sich rum. Hat dazu noch Passivbewaffnung dabei. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Das trifft irgendwie auf die ganze Gruppe zu. Denn bei einem der anderen Männer entdeckt die Polizei mehr als 1.000 Euro. Herkunft unklar. Die zweite männliche Person, die hier kontrolliert wurde, was hat er denn gefunden, Digga? Hatte 1.090 Euro Bargeld dabei. Das ist dann so an sich nichts Schlimmes, aber allerdings ist die Person schon mehrfach mit Betäubungsmittelhandel in Erscheinung getreten. Ah, ja, okay. Gestern war die letzte Wohnungsdurchsuchung, bei der so ein. Ja, dann ist auch verständlich, warum die eine Waffe dabei haben. Und für diesen Herrn wird der Tag im Gefängnis enden. Er ist zur Abschiebung ausgeschrieben, wird per Haftbefehl gesucht. Ich habe mir einfach in der Doku schon 3 Leute abgeschoben. Oh, damals Chorfahrt mit 18, die Lehrer sind mit Bier besoffen und wir mit Glühwein, alle Jungs im Flur, einen auf Club gemacht und gefilmt, Blut an den Wänden. Das war ein Kartoffel, ist so. Auf der Reeperbahn eilen Beamte zu einem Einsatzklassiker, Verdacht auf Prostitutionsbetrug. Also am besten schauen wir nochmal, müsste oben rechts sein. Aber verrückte Lehrerin. Der Anruf kam vom Hans-Albers-Platz. Doch wo ist denn das Opfer?
Auf dem Hans-Albers-Platz bin ich verprügelt worden, Digga. Na? Ah ja, genau da. Also da hinten seht ihr, da wo die, ihr seht wahrscheinlich schwer, wenn ich was halt. Hier, da ist das Frieda B, Digga. Und hier vorne habe ich mich gekloppt mit meinem Bruder und 8 Leuten, Digga. Das ging gut. 4 haben wir weggehauen, dann sind wir weggelaufen und da hinten in der Ecke waren dann auf einmal 6 Leute hinter uns. Dann war, haben wir voll übel aufs Maul bekommen. Hier ist diese Hans-Albert-Statue. Da hinten ist noch das Peggy Sue, Digga, rote Laterne. Da war ich eigentlich immer auf dem Kiez, hier so die Ecke. Hast du angerufen? Nein, ich nicht. Aber ich hab aufgepasst. Achso, aber um ihn geht's nicht oder um ihn geht's? Ja, und da vorne ist dann noch das Quer. Ich weiß nicht, wer du. Auch geiler Laden. Gucken wir mal. Moin, die Polizei, einmal aufwachen bitte. Hallo, hörst du mich? Hallo. Weg damit, Alter. Glasflaschenverbot, by the way. Ne? Sie steht daneben in die Mitte der Glasflasche. Hallo, setz dich mal auf. Ich geh mal kurz nach drüben. Ne? Ja, mach mal. Die Polizei ist da, siehst du? Da ist das Quer. Komm, setz dich mal hin. Was? Was? Ich soll dir helfen. Ja, komm her. Ich glaube, kam von der Feuerwehr. Achso, ich glaube, da hinten ist unser Jäger. Du kennst dich doch ein bisschen zu gut aus, oder? Boah, wenn ihr in deiner Stadt irgendwo... Ich war von 18 bis 21 jedes Wochenende auf dem Kiez, Junge. Da ist noch so ein Irish Pub und so. Hä, ist halt Hans-Albers-Platz. Normal, Bro, wenn du jetzt irgendwie viele Wochenende in deinem Leben irgendwo verbringst, keine Ahnung, stell dir mal vor, die sind in deiner Stadt, in deinem Dorf, Digga, dann wüsstest du ja auch, oh ja, da ist die Garage, wo, keine Ahnung, wo ich mal Schlagzeug gespielt habe oder was. Ja, dann kommst du klar. Brauchst du Hilfe? Die Nummer von der alten Zentrale ist. So. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Da ist auch noch ein Hasburger irgendwo. Da waren wir vor 2 Jahren mal. Jascha war in deinem berühmten Verprügelplatz. Geld an eine Prostituierte verloren und dann. Das war 2014, ne? Das ist genau 10 Jahre her, als Deutschland Weltmeister geworden ist an dem Abend. Auch noch Pfefferspray abbekommen hat. But how much did she draw from the ATM? I didn't draw anything. It was from my account. I gave us 70 euro. 70. 70 Euro yes. Cash Money and then she took another money from my yeah. Das ist das Schlauste, was du machen könnt, so einer Prostituierten deine PIN geben. Müsst ihr mal, wenn ihr mal auf dem Kiez seid, müsst ihr mal in die Automaten gehen. Ey, da stehen so oft irgendwelche Frauen, Digga, und heben die ganze Zeit 500 ab, bis es nicht mehr geht. How much? I don't know. 500? Er ging irgendwie hin, da hat er irgendwie Geld gegeben, ich weiß noch nicht genau wie viel. Und dann hat er ihr natürlich auch wieder EC-Karte und PIN gegeben. Und dann hat er irgendwie im Nachhinein gemerkt, dass das Konto leer ist. Irgendwie 500 Euro schätzt er. Er ist dann zurückgegangen, hat die Dame angesprochen und die hat ihn dann direkt gepfeffert. Okay, Kiel? Warte mal, lass uns erstmal die Posse suchen, bevor die noch abhaut, okay? Direkt Pfefferspray, Alter. Listen, we go now, okay? Show us where the prostitute is. Doch wie so oft ist die fragliche Dame verschwunden und mit ihr das Geld. Es kommen jeden Tag Männer in die Wache und sagen, sie haben ihren PIN rausgegeben. Manchmal gibt es auch einen Betrug, in dem halt eine Plattform aufgespielt wird, wo vorgetäuscht wird, dass der PIN dort eingegeben wird. Und anschließend kann man den PIN sehen, indem man diese Zeichen, die vorher unsichtbar waren, sichtbar gemacht werden. Und man dann natürlich den vierstelligen Code hat von der Karte. Dann kann das Konto natürlich abgeräumt werden. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Muss halt vorsichtig sein. Nie Bankkarte mitnehmen, Digga. Und irgendwo im Portemonnaie ein extra Fuffi für Taxi verstecken. Immer noch extra Fuffi im geklauten Portemonnaie, sodass der Dieb gut wegkommt. Irgendwann habe ich das so gemacht, dass ich zu Hause einfach 50 Euro liegen hatte. Also ich habe einen 100er mitgenommen oder so. Oder einen Fuffi. Zu Hause Geld für Taxi, falls ich eins brauche. Und dann immer Taxifahrer gesagt, ey, pass auf, ich habe das Geld zu Hause. Dann haben die mich nach Hause gefahren, haben das Geld rausgeholt und fertig. Aber wir haben noch einen Berg voll zu schreiben. Das ist leider der Job. Bringt das halt mit sich, dass man dann jetzt das alles noch fertigen muss, zu Papier bringen muss. Ne? Das ist für jede Minute, die wir draußen sind, sind wir gefühlt 2-3 Minuten drin und müssen das Ganze zu Papier bringen, dokumentieren, was wir gemacht haben. Das gehört leider mit dazu, ja. Und man merkt, es wird heller. Aber wenn wir fertig sind, ist es, glaube ich, taghell. Und dann kommen die Kollegen und übernehmen die nächste Schicht. Hey, die Dokus sind mega nice. Schon einen Monat alt.